So, Freunde, da sind wir wieder. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ich habe zwischendurch schon gekocht und gegessen und meine Häschen geputzt und den ganzen Haushalt gemacht. Das war jetzt eine sehr, sehr lange Pause. Ja, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht mehr, was ich wollte. Zigmunter, sag mir doch, Hallo was wollte da. ich machen? Unterhalten. Wie war dein Tag? Die wichtigste Zeit im. Ja, ist jetzt okay. Und sonst? Ja, okay. Ich glaube, sie hat nichts. Goodbye. Oh, das sah jetzt bedrohlich aus. Jetzt wollten wir auf den Kopf schlagen. Ja, also das mit diesen Birken, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich bin immer noch nicht so sicher, was ich jetzt machen will. Ich muss an Geld kommen. Ich muss Füchse jagen. Ich muss Erze abbauen. Ich habe jetzt ein paar Schurscheren, Bronzeschurscheren. Die kann ich dann jetzt alle verticken gehen. Ich würde mal sagen, als erstes wäre schlau, wenn wir irgendwas verkaufen gehen, ne? Ist jetzt auch eigentlich egal, wo wir hingehen. Warte mal, wir können ja mal hier gucken. Ja, hier. Fuchs, okay. Füchse. Nee, das ist ein Wolf. Wo sind wir denn? Oh, wir haben hier direkt. Oha, guck mal, das ist ja eine richtige Karte hier. Ich markiere das mal. Da haben wir Füchse. Dann können wir uns die ja mal holen. Unsere Schweinchen. Ah, warte, genau. Das habe ich vergessen. Ich wollte die Namen von den Schweinchen einstellen. Und von unseren anderen Tieren. Also. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr. Hä? Ah ja. Wenn ihr meine vorherige Runde geschaut habt im Tal mit Razimir, dann wisst ihr es. Hühner fangen mit H an. Immer bei mir. Und das ist jetzt Henriette. Oh. Oh mein Gott. Vielleicht ohne Caps. So, Henriette. Der Hahn. Er heißt Hans. Wir machen es ganz einfach. Ach so, nee. Nicht doppelklicken, sondern. Das ist Hertha. Und das ist Hildegard. Okay, und die Küken, die heißt Henna. Und die heißt Heidi. So. Und die Schweine, die werden jetzt Namen mit S kriegen. Wie nenne ich den denn? Mir fallen nur so. Ich brauche so einen richtig. Vielleicht einen altbackenen Namen, weißt du? Mir fällt kein altbackener Name ein. Mir fällt nur sowas ein wie Sascha oder Sebastian oder Steffen, aber das ist ja alles nicht so altbacken. Ganz ehrlich, ich nenne jetzt einfach
Socke. Ist mir egal, er heißt jetzt Socke. Socke der Eber. So. Und die heißt. Mir fallen hier auch keine altbackenen Namen ein, tut mir leid. Es tut mir leid, mir fällt nichts ein. Dann heißen die jetzt so. Socke, Selena, Sonja. So. Guck, er ist ein Feini. Na, Socke? Ist doch Socke, ne? Ja. Siehst du? Socke hat einen sehr dreckigen Hintern. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen uns jetzt mal Füchschen holen. So, hier müsste ich jetzt schon langsam mal schauen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Immer schieße ich die nur an. Kann ja auch mal drauf gehen. Oh, ey, das ist echt was für eine verwackelte Kacke. Rennt er jetzt ins Wasser oder was? Hä, wo ist jetzt der Pfeil? Ach da. Wo ist er jetzt hin? Er ist doch nicht normal. Als wenn so ein Fuchs ins Wasser geht und dann verschwindet. Ah, da. Oh, lol, ey, ich kann so gar nicht zählen. Tja, da muss ich denen wohl hinterher trotten. Viel zu hoch. Ja, wo sind die jetzt? Wild. Echt wild, ey. Sind bestimmt nicht ins Dorf gelaufen. Spawnen die entweder unten oder nicht mehr so? Scheinbar nicht. Er ist jetzt doof gelaufen, ne? Mal wieder. Füchse und ich, wir haben es nicht so miteinander. Aber gut, die sind in Richtung Dorf gelaufen. Wir schauen. Thank you.
sind hier aber nicht. Das ist schon ein bisschen nervig. Keine Ahnung. So, wo müssen wir lang? Ich gehe jetzt einfach hier zu nach Astoria. Ah, jetzt sind sie hier. Oh, warte, ich erhole mich jetzt erstmal. Ich weiß echt nicht, was sie da machen, die Füchse. Ah, jetzt habe ich den, oder? Komm schon. Wieso stirbt denn der eigentlich nicht? Also, jetzt mal ohne Scheiß. Okay, der ist down. Ey, wie viele Eisenpfeile frisst denn so ein Fuchs? Normal ist das auch nicht, ne? Ah, okay. Den habe ich jetzt mal so getroffen. Gut, den habe ich auch erwischt. Einen brauchen wir noch. Mir tut das ein bisschen leid, ich mag die Füchse gerne. Aber... aber andersrum haben sie auch Hasis getötet. Also ich habe gemischte Gefühle, was Füchse angeht. So, hatten wir die Mine schon leer gemacht? Weiß es nicht. Ich glaube schon, ne? Ah, sieht leer aus. Ja. Ne, los. Waren wir hier schon mal? Ja, ne? Ja, wir waren hier bestimmt schon mal. Egal, wir gehen zurück. Hoffentlich ist es der richtige Weg. Ja. So. Da ist noch einer. Das ist ein Lux, den brauchen wir nicht. Da hinten aber. Oh, das ist ein Eisenpfeil. Oh ne, das ist auch ein Lux. Bist du kein Füchschen gewesen, oder? Wow. Danke für nichts.
Oh, wow, jetzt habe ich es auch noch. Lauf, 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 lauf. Ätzend, ey. Kleines Mistvieh. Genau jetzt, ey. Sehe ich den nicht. Machen denn Wölfe so nah bei uns? So, was hat er verdient? Wo denn noch? Ohne Scheiß, ich weiß nicht wo. Ich weiß echt nicht wo. Hört sich echt nach vielen aber ich weiß echt nicht wo, oder? Entschuldigung, schon wieder Schluck auf. Hier? Aha. Oh, wir haben einen Reh getötet. Noch einer? Okay, was soll ich machen? Es ist wild hier. Ehrlich. Entschuldigung. Ach, das ist diese Höhle, lol. Okay, trotzdem fehlt jetzt noch ein Fuchs. Hirschkalb, oh. So, hier oben. Gut. Die haben wir. Ich laufe jetzt einfach in das Dorf. Wenn ich jetzt auf dem Weg einen Fuchs sehe, gut ist. Aber wenn nicht, dann nicht. Das ist nur ein Luchs. Brauchen wir nicht. Auch ein Luchs. Sieht nicht so aus. Gut, dann laufen wir weiter. So, ich wollte mich mal umsehen, ob ich hier Leute finde. Okay, sie, Landwirtschaft, das ist gut. You look as if you were carrying 100 logs, but where are they?
In your pocket? Tja, die anderen können nicht so viel, ne? Du kannst einiges. Travelers of the world. How is life treating you? The bonfire is like moss. Myself. Ich könnte ihn mitnehmen. Ich brauche später Händler. How can I help you? I'm an experienced traveler, but a shy one. I only travel when nobody's watching. Warte. Schauen wir mal eben. Verwaltung. Bujilava. Dann guck mal, dass du in das Häuschen einziehst. Und du arbeitest dann als Scheunknecht. Und Drogomil, er wohnt bei dir. Und er arbeitet als, ja, jetzt noch nichts, glaube ich. Ich würde sagen, da warten wir ab. Ich weiß nicht, ihr könnt halt auch erstmal ein bisschen jagen oder Kräuterkundlern, ich weiß nicht.